Aber ein Stück weiter habe ich es jetzt geschafft, überall die Struktur hineinzubekommen. War mehrere Tage, Stunden, die ich daran gearbeitet habe. Was ich da auch verändert habe, ich habe da hinten eine Gerade gemacht, weil mir das irgendwie nicht gefallen hat, dass da hinten noch ein Stück runtergegangen ist. Also die Brücke schaut jetzt so aus, nicht da noch ein Stück herunter. Und ja, jetzt müssen wir sie nur noch anmalen. Kolorieren, Weathering und alles Mögliche, sodass sie gut ausschaut. Und dann kommt sie auf die Anlage. Was da auch jetzt war, da war ja nichts, da oben habe ich gerade gemacht, aber das waren ja eher runde, eckige Steine, die ich darstellen wollte. Und da habe ich halt eben alles per Hand machen müssen, ohne Lineal. Mit Lineal geht alles ein bisschen schneller. Aber es sind ja auch Kurven drin, und da hätte man mit Lineal auch nicht viel machen, anfangen können. Aber wie ihr sehen könnt, es ist ja auch da drinnen überall Struktur. Es war auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Wie ihr seht, hat die Brücke mal den ersten Anstrich bekommen. Schaut deswegen auch schon um einiges mehr brückenhaft aus, steinmäßig auf jeden Fall. Wir haben draußen gerade einen Sturm, der Bäume umschmeißt. Auf jeden Fall, die erste Schicht ist mal drauf, jetzt muss ich noch einmal nachmalen. Bei gewissen Stellen merke ich, ist es nicht noch wirklich schön geworden, wobei großteils ist es wirklich schön geworden. Auch die Straße selbst mit diesem Wasserablauf, den ich mir da gedacht habe, hineinzumachen. Und dann kommt natürlich noch ein dünkleres drüber, ganz fein drüber, sodass das Ganze dann noch mehr nach Stein ausschaut. Aber soweit ist einmal die Steinbrücke jetzt einmal von der ersten Bemalung her fertig. Schritt 2 war ja, dass ich gestern dann nochmals nach gefärbelt habe, wo Stellen waren, wo eben noch nicht richtig abgedeckt hat. Ja, das war auch gut so. Interessanterweise bin ich dann drauf gekommen, dass ich da sogar vergessen habe, die Struktur hineinzumachen. Die habe ich nachträglich reingemacht. Ist sogar fast besser, wenn schon eine Farbe drauf ist, als wie vor der Bemalung. Passt. Jetzt versuchen wir das Ganze so hinzubekommen, dass es dann so ausschaut, noch besser nach Steinen ausschaut. Ja, jetzt haben wir mit einem sehr flüssigen Schwarz das nochmal drüber gemalt. Wie ihr seht, ist es jetzt dünkler. Es kommt die Struktur auch noch besser zur Geltung. Auch hier, man kann alles schon noch besser sehen. Und jetzt werden wir einfach dann schauen, dass wir so eine Art Weathering noch machen, sprich Kalk andeuten und auch Pflanzen oder Moos oder sowas, da werden wir noch was einfallen lassen. Ja. Ihr wisst, der zweite Aufstrich ist gemacht, das Washing sozusagen. Jetzt auch drauf kommen, wie man es nennt, waschen. Ich habe da, wie ihr sehen könnt, so wie man früher mal auch bei solchen Steinpflasterungen gemacht hat, einen Abfluss fürs Regenwasser. Den habe ich jetzt noch ein bisschen mal eben mit diesen Rückenseite des Pinsels nach innen gedrückt. Und jetzt werden wir da eben versuchen, einen Wassereffekt zu machen da entlang, das so, als würde eben da wirklich Wasser abrinnen. Dazu verwende ich dann eben die passenden Mittel. So, wie ihr sehen könnt, habe ich das ist recht zähflüssig, wenn man mal so sehen kann, ja. Habe ich das jetzt da schön aufgetragen. Da oben werden zwei Lacken sein, weil da zwei Vertiefungen sind.
dann auch natürlich die ganze Rinne hinunter. Zweimal habe ich so gemacht, dass es ausschaut, als würde das Wasser oder dass das Wasser eben drüber geht und ausbuchst, wie wir in Kärnten das sagen. Ja, und dann geht es wieder weiter nach unten. Das lassen wir jetzt trocknen. Wenn es trocken ist, kommt dann mal Farbe, mal ein Anstrich drauf. Ich habe das jetzt extra so gemacht, da ist auch ein bisschen eine Auswüchsung. Damit da wirklich auch so ein 3D-Effekt entsteht. Ich bin mir beim Überlegen, ob ich dann, wenn das trocken ist, nicht noch einmal drüber dieses Wasserkleber raufgib und dann das noch einmal trocknen lasse und dann erst eben die Farbe raufgib, dass das wirklich irgendwie so ein bisschen dreidimensional eben wirkt. Der erste Anstrich sozusagen ist fertig. Jetzt müssen wir warten, trocknen lassen. Ja, es dauert, dass das wirklich trocken ist, doch ein paar Stunden. Wahrscheinlich können wir es morgen wieder weitermachen. Und ja, ihr seht es dann eh gleich wieder im Video. Also damit ihr seht, wie das ich mache, ich habe da jetzt einfach diesen Kleber entlang der ersten Reihe, die ich jetzt auch eben schon grün bemalt habe, so blaugrün, wasserförmig, nochmal aufgetragen und das wird jetzt mit dem Pinsel sozusagen verteilt. Weiter tut man dann, wo man zu viel hat, derweil einmal, weil jetzt kommt ja noch ein, zwei Schichten drauf, tut man einfach wieder runternehmen und unten weiter das draufnehmen. Ganz vorsichtig, genau an die Stellen, wo eben schon beim ersten Mal dieser Aquakleber oder Modellwasser, so heißt das richtig, aufgetragen habe, kommt jetzt eben nochmal das Modellwasser drauf. Mit dem kleinen Pinsel. Teilweise auch jetzt schon beim zweiten Mal mit einer kleinen Struktur. So ist das Wasser, wirklich das Wasser runterfließen. Aber eben noch nicht zu stark. Zu stark große Beulen. Die tut man wegnehmen und dann einfach dieses Modellwasser unten weiter verwenden. Gut, ihr seht, eben da kommt auch aus zwei Stellen heraus. Hier habe ich ein bisschen dicker schon, weil da sind zwei Vertiefungen, die ich als Lacken, Wasserlacken machen möchte. Ja, aber sonst schaut man dabei einmal, dass noch nicht zu viel drauf ist, wo drüber ist. Okay, da habe ich jetzt was auf dem Finger drauf gehabt, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber auch kein Problem. Dann nimmt man sich einen anderen Pinsel. Das weg. Passt. Außerdem habe ich so einen Blasebalg, der hilft da auch noch. Gut. So seht ihr, arbeite ich das eben schön langsam, Schicht für Schicht. Weiter, sodass das im Endeffekt dann so ausschauen wird, als würde da wirklich Wasser die Brücke hinunter rinnen, weil es eben geregnet hat oder ja. Das macht das Ganze realer und auch eben realistischer, so ist es besser ausgedrückt. Und schaut recht gut aus. Da habe ich zu viel erwischt, da nehme ich ab, weg und trage es darauf. So, wie tragt man das auf mit dem? Nicht schwer, ihr seht, ihr habt eine ganz dünne Spitze und nur schauen, dass die Luft rausgeht und das Kleber, das Wasser liegt. Und macht einfach einen Streifen da entlang. Gut, nicht viel, weil meistens reicht so ein Teil für so ein Stück und das
verteilt ihr dann. Damit ihr seht, mit was ich jetzt dieses Farbe Wasser gemacht habe, mit Viridian Grün und Phthalo Blue oder Blau halt. Die zwei habe ich so gemischt, wie ich es für mich wollte, dass eben das Wassereffekt von der Farbe her eben passt und so ausschaut. Da ist jetzt natürlich jetzt wieder diese Wasser, Modellwasser drauf. Das muss erst trocknen, damit man die Farbe dann wieder schön sieht. Aber damit ihr auch wisst, mit welcher Farben ich da jetzt gearbeitet habe. Jetzt während das trocknet, also dieses Modellwasser trocknet, gebe ich da jetzt ganz sehr flüssig diese Farbe, aber wirklich sehr flüssig, also tupfe ich das auch noch drauf, so dass ich ein wenig die Farbe auch wieder mit diesem Modellwasser vermischt. Und ich bin gespannt, wie es dann im Endeffekt ausschauen wird. Ja, damit ihr seht, was ich jetzt mache. Damit das Ganze noch mehr Struktur das Wasser bekommt, habe ich da jetzt, der ist schon recht hart, weil ich ihn immer verwende für den Leim. Und ihr seht, ich tippe da jetzt so mit diesem Pinsel von oben nach unten, so dass es auch eine Richtung nach unten bekommt, und so ist es dann, bekommt das Ganze nochmal als Struktur. Gut, damit ihr seht, was ich da jetzt noch mache mit diesem Clear Model Waster, also das wird ja dann schön durchsichtig, tupfe ich jetzt da von oben nach unten die ganze Strecke nochmal schön ab. Der Pinsel ist hart, den habe ich schon jetzt öfters verwendet für den Leim und nicht eben ausgewaschen, sondern eben habe ihn trocknen lassen. Und dadurch kriegt das Ganze eine Struktur, die ausschaut wie fließendes Wasser. Das könnt ihr eben nachher, nachdem ihr schon ein paar Mal das aufgetragen habt, ruhig zum Ende noch einmal machen. Bin jetzt bei der Brücke beim Anbringen von Moos und Gras. Soweit schaut es jetzt einmal aus, ich werde dann noch Fotos machen. Und so wie ich gerade ihr gesehen habt, in der Nähe bei den Fotos wegen dem Wasser werde ich Fotos machen, damit ihr das auch, was ich grün, an Grün gemacht habe, auch noch besser seht. Ich glaube, bei den Fotos, wenn sieht man das dann besser, als wie jetzt hier im Film. Was ich nämlich auch machen möchte, ist nämlich, dass ich so Büsche runterhinken lassen möchte. Und wie ich die jetzt mache, zeige ich euch. Ich habe beim Hofer Aldi das gekauft. Das war gerade im Angebot. Das hat nicht viel gekostet. Habe mir da jetzt ein Stück herausgeschnitten. Das hat er immer wieder im Angebot. Und
Jetzt habe ich den Stück. Wo habe ich das hingetan? Na gut, schneiden wir nochmal ein Stück raus. Ah, da ist es. Und das, da ziehe ich jetzt einfach ein Teil herunter, lege das da auf diese Fläche, gebe einen mit einem Permanent-Spray eben da drüber, da muss man ein bisschen, eben da muss man ein bisschen halten. Und streue dann eben dieses Streugut, Streumaterial hellgrün drauf. Und das bleibt eben durch den Lack eben dann hängen. Drück dann auch nochmal mit dem Finger ein bisschen drauf, damit das auch hängen bleibt und bicken bleibt. Und dann wird das noch ein bisschen abgeklopft. Was ich auch noch mache, ist eben so überstehende braune, die schneide ich dann einfach mit der Schere ein bisschen weg, damit man die nicht so stark sieht. Und dann habe ich schon einen Busch oder halt, ja, ein Gewächs, das von oben nach unten, ich sehe gerade, dass da noch ein bisschen was rein könnte. CD tupft da drauf, passt. Und das werden wir jetzt dann auch noch da rauf tun und ihr werdet dann gleich in den Bildern sehen, wie das dann fertiger ausschaut. Ja, wie klebt man das an? Das ist eigentlich nicht schwierig, man verwendet einfach einen Leim, tupft vorher den Leim rauf und dann gibt man entweder, eben ich verwende dann dieses Belaubungsmaterial vom Busch, oder ich habe auch eben diese diese Grasbüschel, die ich dann einfach ein bisschen zerschneide, klein zerschneide und dann halt so, wie man hier sieht, einsetze. Aber das seht ihr dann wahrscheinlich auf dem Bild dann besser. Gesehen, wie die Brücke, die Details ein bisschen ausschauen. Ich habe extra Bilder gemacht, weil ich mir gedacht habe, das kann man mit besser zeigen, dass ihr besser seht, wie das Ganze ausschaut. So wird dann die Brücke eben dann im Endeffekt von unten nach oben gehen, auch über die Gleise. Ich muss jetzt zuerst einmal die Gleise schottern und dann werde ich erst die Brücke wirklich befestigen. So schaut es von der einen Seite aus, also ihr seht, sie passt recht gut, passt auch von der Steigung her alles. Und ja, und so schaut es dann auch von der anderen Seite aus. Ich habe jetzt da jetzt kein Licht gegeben, aber wenn das dann wirklich fertig sein wird, wird das toll ausschauen. Hier habe ich jetzt zwar sowas gemacht, das werde ich aber wieder lassen. Ich werde ab da dann eine Asphaltstraße machen, mit da einen Gullideckel oder einen Gulli, wo eben das Wasser abrinnt und dann geht da sozusagen die moderne, die Asphaltstraße weiter. Die Brücke ist noch von früher und wurde beibehalten,
So ist mein Gedanke, weil hier heroben kommen dann ja noch Häuser aus Stein plus den Leuchtturm. Ja, damit ihr jetzt eben ungefähr seht, wie das Ganze eben schon aussieht. Ich finde auch das mit dem Wasser ist recht gut gelungen. Es glitzert so schön, als ich weiß nicht, ob man das wirklich so sieht auf dem Video. Ich glaube nicht, aber wenn man davor steht und das Licht dagegen hält, ist es wirklich so, als würde da jetzt Wasser herunterrinnen. Also auch das ist gut gelungen, das gefällt mir auch sehr gut. Ja, danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Danke auch für die neuen Abonnenten, die auch wieder dazugekommen sind. Und weiterhin viel Freude beim Schauen. Wie ihr seht, es ist noch viel zu tun, aber es geht weiter und es sind, glaube ich, schon interessante und spannende Sachen dabei.